An diesem regnerischen Samstag machen wir einen kleinen Ausflug auf eine ziemlich große Modellbahnanlage. Die Züge sind auf H0E unterwegs und wie ihr wahrscheinlich schon erkannt habt, handelt es sich um eine Modulanlage. Viele der einzelnen Module hatten ihre Premiere auf der diesjährigen Modellhobby Spiel. Wir beginnen unsere Reise am Bahnhof Strecke Walde, wo, wer hätte es gedacht, einst mal die Preßnitztalbahn fuhr. Eröffnet wurde der Bahnhof übrigens am 1. Juni 1892. Ein Zug kommt anscheinend gerade nicht. Das liegt vermutlich daran, dass die Anlage fast 20 Meter lang und überwiegend eingleisig ist. Es gibt aber noch eine Besonderheit: Die Anlage ist grenzübergreifend. Die Schmalspurstrecke führt bis nach Polen. Eine Schmalspurbahn, die vom Erzgebirge bis nach Polen führt, gab es natürlich nie. Aber ich sage immer, auf einer Modellbahnanlage ist alles möglich. Natürlich scheiden sich die Geister bei dieser Aussage. Die Züge überqueren zwei liebevoll gestaltete Grenzposten, wenn sie auf dem Weg von einem Ende der Anlage zum anderen sind. Natürlich hält der Zug am Grenzposten kurz an, bevor es weiter zur polnischen Endstation geht. Hier wird dann die Lok umgesetzt. In der Zwischenzeit fahren aber neben den sächsischen Schmalspurbahnen auch noch andere Züge. Ob die Strecke frei ist und welcher Zug als nächstes fährt, wird mit Händen, Füßen, in Deutsch und auf Polnisch kommuniziert. Das verleiht der Anlage ihren besonderen Reiz. Vor allem, da wir ja auch noch Sonderwünsche haben, welcher Zug als nächstes wohin fährt. Erstmal darf der Güterzug mit der polnischen roten Lok fahren. Aus dem Bahnhof raus, weiter Richtung Grenze, die es so nie gab. Dort hält er kurz an. Und dann geht es weiter bis zur Ausweichstelle, wo schon ein Zug mit Rollwagen wartet. Der kann nun fahren, da die Strecke wieder frei ist. Nun verlässt auch die Schmalspurbahn den polnischen Bahnhof und fährt weiter zum deutschen Teil der Anlage. Der wurde von der Bimmelwarner gestaltet. Hier gibt es wieder viel zu entdecken, genauso wie man es eben auf einer Bimmelbahneranlage erwarten würde. Endlich erreicht wieder ein Zug den Bahnhof Strecke Walde. Nach einem kurzen Halt geht es weiter um die Ecke rum zum ehemaligen Pappenwerk kurz vor Großrückerswalde. Das Werk ist mittlerweile abgerissen. Wer weiß, ob er hier hinten mit dem Abriss beginnt oder ob er doch nur das Loch begutachtet? Auf jeden Fall kann man an dieser Ecke viel Zeit damit verbringen, den Zügen beim um die Kurve fahren zuzuschauen. Also dann genießt eure Zeit, egal ob mit oder ohne Eisenbahn. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch noch die Greifenbach-Talbrücke der Bimmelbahner in diesem Video bewundern.